Yo, Peace, Leute. Und willkommen zum 10. Part von The Binding of Isaac, Antibirth. Nachdem ich in der letzten Folge gedacht habe, ich sterbe elendig. Nicht nur mein Charakter, sondern ich, weil sehr, sehr erfolglos war und wir eine komische Challenge ausbringen. Da machen wir wieder einen Run mit einem normalen Charakter. Jemand, den wir natürlich die Witness noch nicht geschafft haben. Wie wäre es denn mit Judas? Ich hab Bock auf Judas. Weil das Book of Belial ist hier, glaube ich, noch 100% Devil Deal, ne? Ich glaube, er schaut natürlich nur mit einem Herz, was sehr, sehr gefährlich ist in dieser Modifikation. HP ab, bitte. Sack, Digga, auch sehr, sehr cool. Sehr, sehr cooles Item. Ja, wir brauchen einen Schlüssel. Heißt, die Kiste... Ah, geh weg, geh weg, geh weg. Der kann mich one-hitten, der kann mich one-hitten, der kann mich one-hitten. Okay, wenn wir vor Special Form müssen, wir halt, da müssen wir aufpassen. Okay, ein Schlüssel schon mal, das ist gut. So, kommt näher, meine Kinder, kommt näher. Und sterbt alle. Natürlich, Judas hat den geilsten Start-Damage von allen mit 4,72. Noch, noch ein Schlüssel, heißt, wir können die Kiste sogar aufmachen. Na, geh da durch. Auf jeden Fall, dass die Run etwas erfolgreicher wird als die letzte. So, Abel. Okay, dann ist Abel aus dem Item-Pool von den goldenen Kisten. Okay. Okay, Moment, nein, noch nicht. So, jetzt. Das ist natürlich eine Special-Form. Da müssen wir voraufpassen. Bitte stirb, danke. So, lassen wir kurz die kleinen Kakäufchen hier erledigen, weil die könnten uns ja auch töten. Dürfen wir ja nicht vergessen. Das sind ja auch nur zwei Hits mit Judas. Ich glaube, Judas in Rebirth war es ja noch eine 100%ige Chance auf einen Devil-Deal. Dieses Book of Belial. Eieiei. Halte dich zurück, mein Lieber. Halte dich zurück. Okay. So, ich würde gerne in den Shop rein, um mir eine Bombe zu holen. Aber dafür bräuchten wir natürlich einen Schlüssel. Da hat der Zack, Digga, uns aber gesaved. Okay, okay, okay. Alles locker easy. Alles locker easy hier. Alles locker easy. Ganz ruhig. Calm down. Okay, eine Pille. Was bist du? Vielleicht Explosive Diarrhea. Ich erinnere mich, dass uns das passiert ist letztens. Dass ich gedacht habe, oh, vielleicht Explosive Diarrhea. Ah, nee, bestimmt nicht. Setze ich hier ein. Dann war es Explosive Diary, deshalb haben wir es lieber mal versucht, war bei diesem 84-Hour-Energy. Okay, hier setze ich das Büchlein nochmal ein. Ist ja immer ein kleiner... Kannst du mal sprengen, dass wir hier ein bisschen mehr Freiraum haben? Ein bisschen mehr machen können. Oder spreng dich selber, dass du fast tot bist. Das ist auch okay. So, stirb jetzt. Danke, gib uns ein paar schöne Bomben, mit denen wir natürlich den blauen Stein sprengen können. Schauen wir nochmal hier rein. Okay, haben wir noch einen blauen Stein, sehr gut. Judas ist immer so ein bisschen angespannt natürlich am Anfang, weil eben ein Hit von der Special Form dein Ende sein kann. Aber jetzt kriegen wir hoffentlich Seelenherzen, genau diese. Schützen uns natürlich ein wenig vor den bösen, bösen Superformen. So, hier haben wir noch einen, dann sprengen wir den natürlich auch. Super, super geil. Okay, dann würde ich sagen... Gehen wir den Boss an. Ne? Aufpassen, Alter. Da werde ich fast wie selber in die Luft gesprengt. Diesen. Fast. Steven! Alright, let's go. Steven. Dann kriegen wir wieder Little Steven. Na toll. Das ist ja großartig. Okay, Little Steven rennt schon los. Okay, jetzt werde ich gerade mit dem Sackdecker kurz zuschlagen. Aber ich habe auch ein bisschen Angst vor ihr. Kann natürlich auch mal schief gehen. Das war böse. Jetzt haben wir nur noch anderthalb Seelenherzen. Das war ein böser Move, Steven. Oh, wir kriegen das Damage ab, Steven. Das ist cool. Das ist ein sehr, sehr schönes Plus. 1,42 Damage. Aber jetzt haben wir 7,01. Das ist, denke ich mal, auf jeden Fall anständig, um auf die erste Extra-Ebene zu gehen. Da, oh, guck mal, Alter. Unser Hut ist so in dem Tumor... Achso, nee, das sieht nur so aus. Das sieht sehr, sehr komisch aus. Zwei Münzen. Okay, haben wir 5 Münzen. Vielleicht droppt da. Spawnt ein Special Room. Es ist ein Special Room. Curse of the Lost. Super. Okay, es ist aber nur die. Zweite Ebene. Also die erste Downpost-Ebene. Heißt, die wird nicht so riesig sein. Heißt, gar kein Problem. Genau, komm mal her. Die versucht ja schon die ganze Zeit irgendwie zu mir hinzukommen, diese arme Larve oder was auch immer das darstellen soll. Und konnte einfach nicht. In den Zackenraum möchte ich noch nicht rein. Ein halbes Seelenherz ist mir zu wenig. Auch wenn ich ja, wie gesagt, glaube, dass wir safe einen Devil Deal kriegen. Nichtsdestotrotz brauchen wir eben die Seelenherzen, falls da irgendwas Cooles drin ist. Um, dann, wenn wir das rote Herz hinweggeben, immer noch genug Leben zu haben. Dann schauen wir mal hier rein. Ja, Prayer Card oder Technology. Beides nicht so mein Style.
Ich heb kurz, ich, nee, ich will, nee, Technology kein Bock. Ich heb kurz die Prayer Card auf. Und dann nehme ich wieder mein Book of Belial. Dann kriegen wir auf der nächsten Ebene ein HP-Upgrade. Oh, wobei, da wäre noch eine Batterie, dann könnten wir uns sogar direkt ein HP-Upgrade geben. Das wäre ja sogar relativ sinnvoll, glaube ich. Ah, du blödes Mistvieh, du blödes Mistvieh. Du könntest den blauen Stein zu mir rüberspringen. Nein! Ach, Bastard. Bastard! Ja, dann machen wir uns nochmal ein HP-Upgrade. Komm, dann machen wir uns kurz ein HP-Upgrade. Ist sicherlich nicht schlecht, weil dann können wir ebenfalls ein 2-Herzen-Devil, die dort ist, diesen auch mitnehmen, ohne all unser Leben zu verlieren. So ist es ja hier geregelt. Blauen Stein hätte man echt mitgeben können, ne? Aber nee, okay, die Wasserläufer hier. Die stellen kein Problem dar. Okay, rote Herzen, rote Herzen, rote Herzen. Kein blauer Stein hier, schade. Die Geister habe ich kurz übersehen gehabt, dass die hier rumschwirren. Sehr schön, goodbye. Okay, noch eine Bombe. So, weg mit euch. Aufpassen. Vor der grünen Spur, da möchte ich nicht unbedingt reinlaufen. So, und du da oben, hör auf rumzuspawnen, ne? Es reicht. Es ist genug. Bitte kein Health down. Health up. Ja, ja, gib mir die Herzen. Ich habe damit kein Problem mit Judas. Bethany haben wir schon freigeschaltet. Oh Gott, das wird unser elendiger Tod für unser Seelenherz. Das war blöd. Hier ist noch irgendwas. Oh, du! Holy. Okay. Das können wir mitnehmen. Oh, guck mal, wir haben nur ein halbes bisschen Schaden bekommen dadurch. Ich wollte, wir kriegen ein ganzes, weil es eine Special-Form war. Aber okay, ich gebe mich damit zufrieden. Ich weiß eben nicht, ob das Book of Belial unsere oh Gott, unsere sichere Chance auf einen Devil-Deal ist. Könnte die Fliege bitte sterben? Könnte die Fliege bitte sterben? Ich treffe sie halt nicht, weil ich zu langsam ist. Oh, jetzt. Hau mal bloß ab. Was haben wir hier? The Devil. Okay, das ist unser Book of Belial umsonst einsetzen, sozusagen. Oh, da! Oh, du Mistvieh, du Blödes. Ich kann ein Kackhäufchen nehmen. Die Viecher, ne, die sind schon... Also, die predikten so ein bisschen, wo man hinläuft. Die predikten das so ein bisschen. So, hoffen wir mal, dass unser Book of Belial funktioniert und 100% der Value-Chance gibt. Wormwatch. Oder ob es nur... Es sieht aus, als würde es nur erhöhen, ne? Wir haben jetzt 35 pro... Tschüss. Devil Deal. Tschüss. Falls Book of Belial nicht... Ich hab gedacht, er würde mir jetzt Damage machen. Nein, er ist mein Sektdigger geflutschte. Ich hab gedacht, er würde es erst nach dreimal machen. Aber nee, er macht es nach einer bestimmten Menge Schaden dann, glaube ich. Du Wichser, du Blöder. Alter. Okay, wir kriegen den Devil Deal. Ja, okay, dann ist es doch noch so wie damals. Booster Pack gibt uns ein paar Karten. Joker. The Stars. Death. Ich nehme natürlich Joker mit, um uns irgendwann später ein Devil Deal zu geben. Ein Guppy-Item nehme ich mit. Und dann lass uns aus dieser blöden Ebene verschwinden. Ich habe keine Lust, zum Zackenraum zurückzufinden. Ich habe da keine Lust zu. Da bin ich zu faul für Itemraum, waren wir ja da genau, da haben wir das HP-Upgrade bekommen. Also, beziehungsweise die Prayer Card. Nein, 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 nein. Was passiert hier? Das gefällt mir gerade alles ganz und gar nicht. Judas macht so ein Damage und wir kriegen trotzdem so viel Damage. Das gibt's doch nicht. Danke. Danke für diese Rettung. Okay, Pride. Tschüss, Junge, tschüss. Two of Diamonds setzen wir direkt ein, dann haben wir 12 Münzen. Und dann lohnt sich ein Shopbesuch auf jeden Fall. Bomben brauchen wir. Bomben, Bomben, Bomben. 4 Stück haben wir aber, das heißt, auch wenn jetzt irgendwo noch ein schöner blauer Stein auftaucht, können wir den auf jeden Fall noch mitnehmen. 10 Münzen auf einmal. Da sag ich doch niemals nein. So, du machst jetzt mal plopp. Und dann machst du bitte plopp. Danke. Ah, Curse of the Blind. Super, super. Das hat sich gelohnt, auf jeden Fall. Oh, I hate my life. Ich will hier gar nicht in den Shop schauen. Was bringt's mir denn? Okay, ein Seelenherz. Ein Seelenherz bringt's mir. Oh Mann. Curse of the Blind. I love you. Okay, Zackenraum. Nope. Nope, nope, nope. Da kann ich leider nicht hereinsehen. So gerne ich es auch machen würde. So, komm, wie viel hältst du hier aus? Wir haben noch hier einen 7er Damage. Okay, wenn wir nicht treffen, dann bringt der 7er Damage auch nichts. Sie müsste jetzt genau der Shop gleich sein.
So, genau. Ihr könnt hier ruhig rumspäßen, wie ihr wollt. Ihr werdet trotzdem alle elendig sterben. Verschwindet! So, wir haben keinen Schlüssel. Ups, das habe ich nicht, das habe ich übersehen. Das habe ich übersehen, 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 das habe ich übersehen. Verschwinde. Schlüssel? Schlüssel. Dankeschön. Dann schauen wir doch mal in den Shop rein. Für ein schönes Seelenherz ist sogar reduziert, also ich spinne euch. Wir sprengen einfach einmal. Ich will den Shopkeeper trotzdem sprengen, auch wenn wir die 100%ige Devil Deal Chance haben. Also ich denke einfach mal, weil das war auf der letzten Ebene. Wie viel Chance hatten wir? 3 oder so? Oder 10 oder so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall glaube ich, dass es schon unser Book of Belial war. Huch, da wäre ich fast reingerast, weil ich nicht darauf geachtet habe, dass da die Trollbomb liegt. Und als ich sie weggeschoben habe, habe ich es immer noch nicht gesehen. Ich bin ja einfach unterwegs und achte auf nix. Auf nix achte ich. So, Belzebloop. Alright, dann machen wir dich mal kurz fertig. Du bist ja einer der netteren Bosse der Modifikation. Wobei du solche Move drauf hast, die ich noch gar nicht wirklich kannte. So, aber du hast sehr wenig Leben. Das ist sehr schön und sehr nett und freut mich. Oh, doch nicht. Okay. Dann war es auf der letzten Ebene echt diese winzige Chance, die wir da hatten. Weil ja, sonst hätten wir jetzt auch reinkriegen müssen. Okay. Book of Belial ist hier keine safe Chance mehr. Dann wurde es hier schon raus. Ich habe gedacht, es wurde erst ein Afterbirth rausgepatcht. Aber vielleicht wurde es auch von der Mod rausgepatcht. Okay, dann gehen wir auf die nächste Ebene mit 2 Seelenherzen in die fucking Minen, Alter. Curse of the Fick dich doch ins Knie. Curse of the Fick dich doch ins Knie, Alter. Wirklich. Aua. Curse of the Fick dich doch ins Knie, ey. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Ich hasse mein Leben. Warum spiele ich gerade so scheiße? Wir machen einen fucking 700 Damage. Und spielen, als ob wir AIDS hätten. Ja, so spielen Leute, die AIDS haben. Mich absolut weird. Absolut. Das kann doch nicht wahr sein. Warum verreckst du denn nicht? Nein! Was passiert denn hier? Ich hasse mein Leben. Ich will sterben. Ich bin scheiße in Isaac. I can see forever. Schön, wir können umsonst in den Zackenraum, ja. Ich dreh nicht durch, nein! Nicht mal ein Seelenherz. Seelenherzen. Danke. Wir hätten noch letztens einen Joker einsetzen können. Fuck, ich habe eine Joker-Karte. Ups. Das habe ich vergessen. Ich habe eine Joker-Karte. Stimmt, das ist ja egal, ob ich das hier einsetze oder irgendwann später. Das ist sowas von egal. Devil Deal ist Devil Deal. Nein, nein. Und solange wir 2 Herzen haben, finde ich einen Devil Deal zu nehmen auch sinnvoll. Oh, fuck you. Wie, die eine hat ihre Augen zu und die andere hat ihre... Moment mal, macht das... Weil die eine hat ja gerade diagonal geschossen, die andere... Ja, da konnte ich jetzt nichts mehr machen, außer vielleicht... Okay, guck mal, ja. Ich habe euch, glaube ich, verstanden. Ich glaube, ich habe euch bis jetzt gar nicht gerallt. Und du schießt jetzt diagonal. Genau. Alighter, watch your world burn. Okay, was machst du? Oh, du zündest mein... Oder brandest du von Anfang an? Nee. Oh, guck mal, das machen wir. Ja, guck mal, wir zünden Gegner an. Kein Schlüssel, das ist blöd. Das ist sehr, sehr blöd. Ich möchte doch eigentlich noch in den Shop schauen. Verdammt, Spiel, gib mir Schlüssel. Oh, das war gerade schön. Da haben wir schön den Gegner mit unserem Sackdigger ausgenockt. Schlüssel. Spiel, Schlüssel. Holy fuck. Oh mein Gott, oh mein Gott. Der zielt erst so langsam, deshalb bin ich... Alter, fuck you, jetzt verreck doch einfach. Bitte, bitte. Sterb doch einfach schneller, Gegner. Ich hätte gerne Schlüssel lieber draus bekommen. Ich brauche einen fucking Schlüssel. Alter. Aua, Alter, die Mod ist rasi. Was ist das für ein Raum? Scheiß drauf, rein, jetzt rein. Mistvieh. Stirb. Stirb doch jetzt. Oh mein Gott. Komm schon, komm, zeig dich doch. Hallo. Du blödes. Dieser Raum. Dieser Raum. Was? Ich will weinen. Komm schon. Jetzt, na. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Komm schon, jetzt verreck doch bitte, danke. Full health, full health, full health, pretty fly, okay. Ich kann hier nicht rein, fuck you. Zur Not mit Joker rausporten. Zur Not mit fucking Joker rausporten.
ganz ruhig, ich möchte nicht sterben. Das war fucking close. Bitte ein Seelenherz, schwarzes Herz, rotes Herz, auch okay, auch okay. Wir haben einen Schlüssel, wir können in den Itemraum. Wow, was ist das für ein Run, Mann? Ich bin so überfordert. I'm totally überfordert with that. Ja, Curse of the Blind, diesmal links. Oh, komm schon. Was bringt mir denn das jetzt? Ja, okay, wir haben jetzt ein paar Bomben bekommen. Cool! Ein paar Bomben. Ja, die machen jetzt viel Damage und wir können die bei Bossen einsetzen, aber... Na, ja, ich hätte trotzdem lieber irgendwas anderes gern gehabt. Noch eine Pretty Fly. Das ist zum Beispiel der Shit, der schon geiler ist, ne? Zwei Pretty Flies hier schon sind schon besser als dieses fucking Mega Blast. Vielleicht bin ich ein bisschen unzufrieden, ne? Vielleicht muss ich mich auch mal mit dem zufrieden geben, was ich habe. Und dann wird es schon besser. Also, Moment, da kann ich mal kurz ein bisschen mit unserem Sackdagger reinhalten. Na, das reicht leider die Range vom Sackdagger nicht. Schade, ich hätte gerne das HP-Upgrade gehabt, weil das Problem ist, ich möchte mir den Devil Deal holen, das ist ja klar, ne? Und das größere Problem ist, dass das ein Doppelbosskampf... Oh nein, das ist Great Gideon. Das ist Great Gideon, ne? Das ist fucking Great Gideon, ne? Oh no. Wir haben einen 10er Damage, aber fucking Great Gideon. Oh mein Gott. Komm, stirb, stirb, stirb. Was? Ah, da, ihr. Komm schon, verreckt. Oh, der spuckt Feuer. So, ein bisschen ausmachen hier das Feuer. Jetzt auf den frühen Ebenen noch auf keinen Fall Schaden nehmen. Oh Gott, da kommen die Steinbrocken von hinter mir. Kurz das Feuer ausmachen, dass wir dann nicht gleich noch reinrennen. Oh fucking shit. Oh, na, 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 na. Okay, der kann auch seine eigenen. Okay, der kann auch seine eigenen Leute umbringen. Das ist cool. Okay, weg mit dir. Oh fuck, ich bin jetzt Feuer gelascht. Ich trodel. Okay, ihr seid okay. Ihr seid okay. Na, oh fuck, das Feuer hinter mir. So. Okay, Flammenspinnen. Okay, du bist schon tot. Okay, die lassen. Ui, aber da. Ja, aber da, ja, aber da, ja, aber da, ja, aber da. Oh Gott, ich bin so verwirrt, weil ich nicht weiß, wer tot ist und wer nicht. Ihr seht alle. Fuck, ich bin jetzt Feuer gelatscht. Bitte, bitte, Kapi. Nein! Ich hasse es! Was ist denn los? Warum bin ich so schlecht? Leute. Ich brauche dringend eine Isaac-Therapie. Ich bin absolut... Heute ist nicht der Isaac-Tag. Heute ist kein Isaac-Tag. Das ist die simpelste Lösung, die ich für dieses Problem habe. Heute ist einfach kein Isaac-Tag. Ich würde sagen, das war's mit diesem Versuch. Wir versuchen jetzt nicht noch eine Challenge. Werden im nächsten Run dann nochmal Bethany versuchen. Oh Mann, wir müssen mal wieder einen Run schaffen. Eigentlich der Run war, wir hatten 7 Dämme, aber irgendwas lief nicht irgendwo gut. Irgendwas in mir lief nicht gut. Mein Ski war einfach schrecklich. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ja, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut in die Playlist auf den Kanal vorbei, wenn ihr Bock auf mehr habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Run wieder. Peace up und haut da rein.